Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Kristall bei Randomizer Nuzlock. Im letzten Part waren wir also schön Pokerstein mit unserem Team aus Tank, Poison, Lightning, Birdie, Poli und Oshimaru. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich jetzt das auch mal wieder mein Team hochleveln wollte, das ist wieder aufnehmen wollte, weil ich Möglichkeiten kennt man für den Morgen, für den heutigen. Ich habe sonst erstmal keine Parts mit dem Pokémon-Kristall gehabt. Ich war sogar überlegen, ob ich das neue Projekt zwischendurch zeitlich anfange hochzuladen, aber wie gesagt. Wäre das was wert gewesen? Ich denke nicht. Dann bitte ein neues Projekt anfangen. Sollte so dann. Weil ich habe zwar bereits dabei, ein neues Projekt aufzunehmen, aber dieses Projekt wird natürlich auch erst kommen, wenn Pokémon-Kristall fertig ist. Ich bin dafür ja doch schon mal gespannt machen. Ich bin mitten in den Aufnahmen mit Aki als Co-Moderatorin. Ich habe jetzt so für diesen Part schon aufzunehmen, bevor Aki kommt. Aber schon mal. Ah, sagen wir einfach. Nein, wir können nochmal die Arena versuchen. Und das wird dann definitiv lustig. Hättest du. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt gedacht hat. Weiser Monty möchte kämpfen. Mantax fängt an, okay. Tank, du hast mal. So, geht doch was so mal raus. Gut, dass es kein Kronwagen war. Dann wird es erledigt. Poison. Und ihr dran vermutet, dass wir den Bremsschaden kriegen. Alles klar. Ich würde mal sagen, das haben wir eigentlich schon in der Tasche gegen Monty. Also ich muss auch sagen, dass wir wahrscheinlich
Oh, schon mal kann ich auch Surfen lernen. So. Und ich baue Boot, besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Okay. Davon von Aoshima vielleicht dort helfen. Also gut, die ganze Beklagung hat von vorne so gut wie kein Schaden aus Anrichtwams. So, Mutter, nehmen wir mit Biss auseinander. Aber dann zeigt man mal, wann das bei auch schmal kommt, bei wann es sich so aber weiterentwickelt. Zusammen mit Verband. Ja, schön für mich. Helmert, bitte. Relaxo. Mit Donnerwelle. Und Donnerschock jetzt. Ding hat. Okay. Rest in peace on Stern Lightning. Der würde ich jetzt vorangeschlagen hat bisher ein bisschen besser Nuzlock. Aber auch für Lightning ist die Show leider vorbei. Lightning, du hast wirklich alles gegeben, dieser Nuzlock. Bei dir, da schmerzt im Geheimen. Da der Verlust jetzt hier gerade, weil. Dann wäre kein Pokémon, was ich aktuell ersetzen kann. Kann mal, wenn wir aber Sparky mitnehmen. Ist gerade das Beste, was wir haben. Na gut, ich kann sie dann erläutern. Holen, Finger, Dusche, Lightning. Ich werde siegen. Werden die Jäger sein? Eine Quanner. Okay, versuchen wir das einfach mal mit Biss. Ich ist gerade genau in dem Moment, wo wir halt Wasser echt gut brauchen können, ein hochrangiges wie das ist tot. Na gut, wir können lernen. So, den Konzept versuchen wir es einfach nochmal mit Oshimaru. Der Schneider von Preußen ist noch dazu.
Ja, und ich bin dumm genug bin, um noch ein weiteres Pokémon zu skillen, deswegen werde ich jetzt auf Spawn wechseln. So. Ich habe verloren. Ja, hast du. Das Gefühl, dass wir für den Team nicht bereit sind. Wir müssen uns mal unser Team trainieren nochmal. Sonst kann ich den Arena-Kampf vergessen. Ich wäre natürlich auch ein guter Encounter gewesen hier auf der Route. Besser als Pummel oder was auch immer wir auf der Route gekonnt hatten. Und dann will ich jetzt erstmal zu Armbock weiter. Das ist sehr gut. Man kann das immer für 26 trainieren, bis zum Raum wird das A und O von der Arena. Also, ich werde natürlich auch Pikachu auch trainieren. Oder der größte Spaß wird. Da haben wir noch einen Kampf komplett vergessen bisher. Kann ja noch was in den Alphoruinen fangen. Ja, habe ich bisher komplett vergessen, weil ich meine, wir brauchen keinen Kampf in den Alphoruinen. Aber dann kommt der erste nur Level 5 sein wird. Aber vielleicht finden wir einen guten Encounter. Das wäre es eigentlich allemal wert. Dasselbe Camp hier für die dritte Fitarena, soll ich jetzt auf Tunnel runtersetzen werde einfach, weil ich denke, das muss ich eigentlich reinbatte. Glaube, ein Level über dem Level Cap, über dem maximal stärksten Punkt ist immer ein bisschen zu viel für eventuell in manchen Situationen. Machen wir lieber dasselbe Level wirklich.
So. Das sind relativ einfach sein. Ihr werdet jetzt ausgehen, dann wahrscheinlich nochmal gleich unsere Pokémon trainieren. Im nächsten Part wollen wir drei alle Pokémon bis auf Pikachu. Und im nächsten Part wollen wir uns dann den nächsten Encounter. Dann würde ich jetzt einen Encounter vor der vierten Arena. Dann würde ich jetzt einen Encounter von der ganzen Weide, würde ich sogar sagen. Weil ich weiß, es kommt erstmal so gut wie alle Karten, die wir zur Verfügung haben, abgerast. Da will ich noch in den Alphoin. So. Weil das Konzept länger weiterentwickeln wird, auch das man sonst irgendwie nicht, oder? Dort haben wir einen Kompetent, das ist sehr schön. Würde ich sagen, sind wir jetzt beim letzten Training. Ich sag mal ganz ehrlich, je nachdem, welchen Encounter wir den Alfruin bekommen. Ich eventuell dann Pik einfach nochmal gegen den Encounter aus den Alfruin und austauschen eventuell. Ja, das kann ja definitiv nicht schaden. Das war Ja, das ist einfach so. Ich merke aber schon, dass wir gegen. Eigentlich doch vergessen und. Ja, Stege, dann haben wir 4 Attacken. 3 Attacken von Triple, 2 Attacken von Mark und 2 Attacken um. Na, so das sollten wir jetzt gerade zu verändern.
So. So, dann würde ich sagen, ich glaube, ich weiß noch ein paar zum. Mann, ich habe keinen Bock, jetzt dafür aufzunehmen, aber ich habe wohl keine Wahl. So, damit wäre das erledigt. Ich würde sagen, wir werden ein paar an der Stelle. Ja, es hat mir gefallen. Im nächsten Part holen wir uns dann den letzten Counter und dann versuchen wir mal die Schulter zu meistern. Wobei ich echt nichts versprechen kann. Bis dann, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.